Sehr zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part der Hannover 96 Karriere. Wir sind wieder am Start, heute die dritte Episode und es geht gegen Schalke 04 und zwar zu Hause in der Halle Arena, Heimauftakt nach dem 2:2 im ersten Spiel gegen Mainz, was sehr gut angekommen ist bei euch. Danke auf jeden Fall für den krassen Support, was aber natürlich nicht das ist, was wir uns erhofft haben. Muss es weitergehen mit einem guten Ergebnis gegen S04. Der Support in der letzten Episode war sehr, sehr gut, nicht so krass wie in der ersten Episode, habe ich auch nicht erwartet, aber trotzdem sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn wir 350 Likes heute wieder schaffen, das ist eine großartige Unterstützung. Ballert auf jeden Fall meinen Like raus. Ist für euch nur ein kleiner Klick. Hat für mich eine wirklich große Bedeutung und es zeigt mir, dass ihr Bock auf diesen Karrieremodus mit Hannover 96 habt. Wir haben Angebot und zwar von Zenit St. Petersburg. Wir fangen an mit 9,5 Millionen und werden unter 8,5 nicht gehen, aber Felix Klaus wollen wir ja verkaufen. Ihr sagt weiterhin, verkauft den nicht, aber ich bin halt der Meinung, er wechselt sowieso im Sommer. Wir spielen quasi die nächste Saison und dementsprechend muss er gehen. Ihr habt mir einige Vorschläge gemacht für Transfers, die relativ interessant waren. Einmal wurde mir gesagt, hol doch mal Alain Saint-Maximin zurück. Erstens ist er leider zu teuer. Zweitens, wir haben gar keine Position für den, wie ihr seht. Und drittens, ich glaube, es gibt wichtigere Positionen und zwar zum Beispiel Torhüter-Position. Innenverteidigung geht eigentlich. Ich finde, LS ist nicht so schlecht, hat einiges an Potenzial. Wir haben dazu Marisic, ich habe keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, Marisic. Ich sage Marisic jetzt, weil mir wurde das so gesagt, dass das in Österreich so ausgesprochen wird im Fernsehen. Mir wurde gesagt, hol doch beispielsweise einen Zieler zurück. Das geht nicht, der ist im Sommer erst zu Stuttgart gewechselt. Mir wurde beispielsweise ein paar Talente vorgeschlagen, aber auch Alexander Schwolo. Und den finde ich tatsächlich ganz interessant. Bei dem könnte ich mir vorstellen, ihn zu holen. Ist allerdings auch der einzige, den ich mir vorstellen könnte, weil grundsätzlich bin ich mit den Torhütern zufrieden und ich glaube auch, dass sie erstmal bis zur Winterpause reichen. Und ich spare lieber und gucke dann, wo die Probleme liegen. Aber vielleicht machen wir ja doch noch was oder vielleicht passiert noch irgendwas im Spiel gegen Schalke und wir müssen noch spontan irgendeinen Transfer abschließen. Was ich auf jeden Fall ändern werde, ist die Kommentatorensprache im Hintergrund. Die war nämlich russisch in den letzten Episoden, die werde ich jetzt gleich ausstellen vor diesem Spiel. Allerdings muss ich dazu sagen, es bleibt weiterhin ungeschnitten. Die Spiele bleiben weiterhin ungeschnitten. Das habe ich von Anfang an so gesagt und das wird auch weiterhin so bleiben. Beneventos Angebot ist gut genug für mich. Mal sehen, ob er zu Zenit geht oder zu Benevento. Ich bin einfach der Überzeugung, dass dieser Karrieremodus genau auf diese Art und Weise am meisten mir Bock machen wird und dementsprechend auch euch, weil irgendwann habe ich sonst keinen Bock mehr, machen keine Videos mehr und das wollen wir alle nicht. So, Übereinkunft zu Felix Klaus Verkauf, 8,7 Millionen mit Zenit, mal sehen, wer ihn im Endeffekt haben möchte oder wer ihn im Endeffekt holt. Bakalotz wird nicht verkauft, schon gar nicht zu einem direkten Konkurrenten mit dem ersten FC Köln und dazu haben wir ja, einen Stillstand bei Sebastian Mayer. Schade. Und Abschlussbericht zu Schwolo. Das ging schnell. 76er Wertung. Ist natürlich ein Stückchen besser als Czauner, keine Frage. Würde ein bisschen was kosten. Ist definitiv eine Option. Weiß noch nicht, ob ich es machen werde, aber ich mache hier mal eine Infokarte hin. Soll ich Schwolo holen oder nicht? Dann haben wir drei Torhüter. Das ist auch irgendwie scheiße. Vielleicht biete ich dann Esser an oder so. Aber Esser kann ich nicht anbieten. Ich müsste Czauner anbieten. Czauner möchte ich nicht abgeben. Ist ein bisschen tricky. Wir gehen ins Spiel. Hadi Arena, Ausverkauf, wunderschönes Wetter. Hannover 96 empfängt den FC Schalke 04. Wichtige Partie für beide. Guter Saisonstart auf beiden Seiten. Sieht anders aus. Hannover 96 vorher mit einem ganz, ganz bitteren Unentschieden in Mainz. Normalerweise das Ding schon durch gewesen und dann doch noch den Ausgleichstreffer kassiert. Kurz vor Schluss durch individuelle Fehler in der Defensive. MGT hat unter der Woche gesagt, dass das natürlich abgestellt werden muss. Allerdings trotzdem die gleiche Aufstellung, das gleiche System, die gleiche Ausrichtung vor dieser Partie gegen die Königsblauen, die hier natürlich anreisen, um die ersten drei Punkte auswärts in der Saison zu holen. Mit einer Doppelspitze haben wir gerade bereits kurz gesehen, da steht Breel, Donald, Mbolo zusammen mit Guido Burgstaller. Das ist eine Offensive, die 96 vielleicht keine Angst machen muss, aber auf jeden Fall Respekt einflößen sollte auf 96 Seite. Wie gesagt, keine Änderung im Vergleich zur vergangenen Woche. LS mit Anton und Zane in der Verteidigung, Korb und Ostrzelek sollen Druck nach vorne machen und hinten stabilisieren. Fossum und natürlich Schwegler im Mittelfeld und vorne Bebu, Mukta und Jonatas, der ja der offensivste von diesem Trio ist. Sehr interessant, auch auf der Bank wieder Linton Maina, das junge Talent. Mal sehen, ob er heute wieder zum Einsatz kommen wird gegen Mainz. Sah das schon nicht schlecht aus. Auf Schalke-Seite auch Fünferkette, Naldo Stambouli und Nastaj in der Zentrale. Außen Ostrzelek und Lowton zentral, Meier und Goretzka. Sabitzer, der Neuzugang von Leipzig auf der 10 und vorne Burgstaller und Mbolo, gerade schon angesprochen, eine Power in der Offensive, die ihresgleichen sucht. Dementsprechend natürlich wichtig für Hannover, diese beiden in den Griff zu bekommen, um Schalke im Optimalfall gar nicht erst in die gefährlichen Situationen reinkommen zu lassen. Allerdings, selbstverständlich, es sollte klar sein, Schalke geht als Favorit in diese Partie, auch wenn Hannover einen guten Saisonauftakt gezeigt hat. Erste Balleroberung von Ilas Bebu, das geht gut los für die 96er. Wunderschönes Wetter, wie gesagt, ausverkauftes Stadion. Die Fans sind in guter Stimmung, unterstützen ihre Mannschaft, wie sie in den vergangenen Monaten nicht immer der
der Fall war. In Hannover allerdings mittlerweile scheint es, dass dieser Boykott nicht nur beigelegt wurde, sondern auch tatsächlich die Streitigkeiten geklärt sind innerhalb des Vereins. Und natürlich ist das gut mit Blick auf die kommende Saison, auf die kommenden 33 Spiele mit dem heutigen zusammen. Denn 96 will den Klassenerhalt, 96 will sogar mehr als den Klassenerhalt. Das Ziel ist, um Europa mitzuspielen. Ob das funktioniert, wir werden es erfahren. Und natürlich ist heute die Partie so ein kleiner Indikator dafür, weil Schalke der erste richtig große Gegner ist, auf den 96 trifft, auch wenn die nächsten Wochen nicht unbedingt einfacher werden. Wolfsburg auswärts ist keine leichte Aufgabe, wie wir wissen, aber in der Anfangsphase hier sieht das sehr gut aus, was Hannover 96 macht. Bisher lassen sie den Ball gut laufen. Jetzt mal der Fehler von Fossum im Zusammenspiel mit Korb und eventuell die erste Kontergelegenheit für den FC Schalke 04, aber viel zu weit vorgelegt der Ball von Bastian Oczipka, und Korb, der gerade diesen Ball von Fossum nicht erhalten hat, ist rechtzeitig da und verhindert, dass irgendwas Schlimmeres passiert. Ostrzelek wieder mit dem Seitenwechsel. 96 spielt in der Anfangsphase sehr, sehr kontrolliert hintenrum und ohne großes Risiko, versuchen die Schalker Reihen auseinanderzuziehen, versuchen irgendwie in die Räume reinzukommen, aber bisher machen Naldo und Konsorten in der Defensive das sehr, sehr gut und lassen keine wirklichen Gelegenheiten zu. Jetzt mal auf der rechten Seite Platz für Julian Korb, der bekommt den Ball auch, hat keine Anspielstation, muss abbrechen, spielt wieder nach hinten, da steht Pirmin Schwegler, der im Zweikampf mit Max Meyer wird das hintenrum lösen, jawohl, er lässt wieder nach vorne, wieder zu Schwegler, bisschen riskanterer Ball, jetzt der Ball auf Korb, der hat wieder Platz auf der Außenbahn, Jonathan steht im Zentrum, aber Fährmann ist da und hat seinen ersten Ballkontakt, der Schalker Schlussmann, sehr, sehr gut am ersten Spieltag gehalten, allerdings bisher der FC Schalke 04 auch nach diesem Abschlag jetzt nicht gut in der Partie, direkt wieder der Ball abgefangen, Ivar Fossum, gerade mit dem Fehlpass, mal sehen, was macht da jetzt wieder der Fehlpass vom jungen Norweger, der ist noch nicht drin in dieser Partie und wieder die Umschaltsituation für den FC Schalke, diesmal Oczipka legt den Ball nicht zu weit vor, Embolo verzögert das Tempo ein bisschen, zurück zu Meier, Sabitzer auf Burgstaller, der sich jetzt ein bisschen fallen lassen hat ins Mittelfeld, raus auf Oczipka gegen Korb und der entscheidet das Duell zum zweiten Mal für sich, Oczipka holt sich den Ball aber wieder, hat das jetzt gut gemacht, die Flanke kommt in die Mitte und Schauner ist da und hat dementsprechend auch seinen ersten Ballkontakt. Auf beiden Seiten die gleiche Situation, beide Male Flanken und beide Male sind die Schlussmänner da und wehren das Ganze ab. Fossum, erster Ball, der jetzt mal von ihm angekommen ist, auf Mukta. Jetzt Bebu, allerdings ist Naldo da, weit rausgerückt aus der Fünferkette, allerdings erfolgreich und leitet den nächsten Gegenangriff der Schalke ein. Bisher sehr viel Mittelfeldgeplänkel, keine wirklichen Strafraumsituationen, abgesehen von diesen beiden Flanken von Korb und Oszczolek. Aber vielleicht ja jetzt, Neuzugang Lauten auf der rechten Seite, konnte sich bisher noch nicht wirklich zeigen. Das erste Mal, dass er am Ball ist, auf Leon Goretzka. Allerdings, der ja, schafft es tatsächlich, den Ball nicht weiter zu kontrollieren. Schöne Balleroberung da von Waldemar Anton. Sané spielt den Ball hinten raus. Fossum hat keine Anspielstation, aber 96 spielt das sehr, sehr ruhig, sehr kontrolliert. Kein Risiko bisher, kommt Schalke nicht wirklich zum Zug, gerade in der Offensive nicht. 96 wirkt etwas frischer, wirkt etwas agiler und wirkt etwas gieriger. Auf dem Weg nach vorne, Fossum, das ist der erste Abschluss. Und der war gar nicht so ungefährlich. Ralf Fährmann mit einer klasse Parade mit der rechten Hand. Fossum hat ja bereits am ersten Spieltag getroffen, gegen Mainz 05 war das erste Tor der 96er erzielt und hier fast das zweite, aber Fährmann geht noch dazwischen, trotzdem ganz, ganz schwach verteidigt, da war eine viel zu große Lücke für den Norweger und dementsprechend resultiert daraus jetzt der Eckball. Oszczolek steht da, ausnahmsweise nicht Kevin Schwegler, in der Mitte tummeln sich Jonathas und Sané, die beiden Kopfballstärksten im 96-Team. Jonathas kommt ran, allerdings nicht weiter gefährlich. Fährmann ohne große Probleme diesen Ball zu halten, schlägt ihn nach vorne. Korb im Kopfballduell gewinnt das nicht, allerdings ist der Ball bereits wieder in den Reihen der 96er. Schalke kommt bisher wirklich nicht zum Zug, auch nach 35 Minuten 96 die überlegene Mannschaft. Wieder Fossum, Schussposition, nochmal zu Mukta, wieder Schussposition, Fossum, Latte! Da wäre Fährmann wohl geschlagen gewesen, aber die Latte rettet für Schalke und jetzt der direkte Gegenangriff. Die Szene müssen wir uns vielleicht nochmal angucken. Ivar Fossum mit der dicksten Gelegenheit der Partie, der Norweger mit beiden Abschlüssen bisher auf das Tor von Fährmann. Aber jetzt schon die nächste Gelegenheit. Jonathas im Zusammenspiel mit Oszczolek, die Flanke, Bebu kommt nicht ran. 96 will das 1:0 und die Fans pushen sie nach vorne. Ganz, ganz starke Vorstellung jetzt von Ivar Fossum. Nach diesen beiden Fehlpässen in der Anfangsphase hat er sich gefangen und für den Schuss hätte er schon ein Tor verdient gehabt. Schalke scheint ein bisschen verunsichert zu sein von diesen Offensivbemühungen der 96er, die hier wirklich sehr, sehr gut reingekommen sind in diese Partie und das Spielgeschehen kontrollieren. Wieder Fossum auf Mukta, der auf Bebu. Jetzt vielleicht mal die drei Schnellen in der Offensive. Jonathas wieder zu Bebu, der zurück auf Fossum. Der hat eine Anspielstation mit Mukta. Der hat ein bisschen Platz, spielt den Ball nach vorne zu Jonathas, kriegt den zurück. Schussposition, aber Goretzka geht dazwischen und rettet hier Schalke vielleicht in der Situation so ein bisschen das 0:0. Wieder die Kontergelegenheit, aber Schalke viel zu langsam im Spielaufbau, viel zu behäbig. Da gehen die Leute nicht mit und bereits der nächste Ballverlust von Oszczolek.
gegen Korb. Ball auf Bebu, der ist schneller als Dambouli im 16er und das gibt den Elfmeter. Das gibt den Elfmeter für Hannover 96, 45. Minute, gelbe Karte für Dambouli und der Franzose weiß ganz genau, was er da verbockt hat. Natürlich ist das eine gefährliche Situation, natürlich versucht er zu bereinigen, aber er trifft nur Bebu in der Schussbewegung, in der Ausholbewegung. Natürlich ist das ein Elfmeter. Da helfen all die Proteste nichts und dementsprechend 96 mit der dicken Chance auf das 1:0. Jonatas, der Brasilianer, mit der Chance auf sein erstes Tor in der Bundesliga. Läuft an, Fährmann bleibt auf der Linie stehen und springt nach rechts. Verladen, Jonatas 1:0 für Hannover 96. Der Neuzugang aus Kasan mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und diese Führung geht in Ordnung, die ist verdient. Für Hannover 96 deutlich besser hier in dieser Partie und jetzt auch auf dem Scoresheet, auf dem Scoreboard, auf der Anzeigetafel. Jonatas eiskalt verladen, Fährmann in der falschen Ecke und dementsprechend die Führung. Die Fans natürlich aus dem Häuschen, die haben ihre Mannschaft hier gut angefeuert in den ersten 45 Minuten und jetzt hat sich das Ganze auch in ein Resultat umgemünzt. Schalke wird sich überlegen müssen, wie sie darauf antworten. Bisher ist das zu wenig, vielleicht noch vor der Halbzeit der Gegenschlag bzw. die Antwort. Goretzka raus auf Lauten, von dem wir bisher wenig gesehen in der Offensive. Und jetzt ist Halbzeit in Hannover. Schalke, die unterlegene Mannschaft, 96 führt verdient. Und die Königsblauen müssen zurückkommen. So kann es nicht weitergehen. Da muss einiges passieren, gerade offensiv. Bei 96 kann es eigentlich genauso weitergehen. Wir sind gleich wieder da mit Durchgang 2. Wir sind wieder da. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Sowohl Hannover 96 als auch Schalke 04 gehen unverändert in den zweiten Durchgang. Und bisher kann man das gerade bei 96 definitiv verstehen. Denn die rot gekleideten Niedersachsen bisher die deutlich agilere, die deutlich bessere, die deutlich zielstrebigere Mannschaft von Schalke. Gerade offensiv noch nicht zu sehen und defensiv in vielen Situationen zu passiv. Auch hier wieder Mukta ohne Probleme. Wieder zurück auf Voss und der hat einen guten Schuss aus der Distanz. Und Fährmann klärt zum zweiten Mal. Das ist der einzige Schalker, den wir hier wirklich sehen in dieser Situation bzw. in diesem Spiel, der richtig gut drauf ist. Bereits die zweite Klasse-Parade gegen Fossum beim Elfmeter konnte er nichts machen. Beim Lattenkracher ebenfalls vom Fossum. Wäre wohl chancenlos gewesen, aber so bleibt es erstmal nur beim 0:1. Aber natürlich die Ecke und die birgt die Gefahren, denn 96 hat Kopfballspezialisten und Jonatas ans Außennetz. Schalke schwimmt, Schalke wackelt, das sieht gar nicht gut aus für die Königsblauen. Klasse Kopfball, Fährmann wäre wohl chancenlos gewesen und auch Otypka auf der Linie wäre wohl nicht mehr rangekommen. Bei Königsblau muss was passieren, Domenico Tedesco wird sich was einfallen lassen müssen taktisch. Vielleicht hat er schon was überlegt in der Kabine, aber bisher sehen wir davon in den Anfangsminuten dieses zweiten Durchgangs nicht. Es geht weiterhin nur über die Außen und die sind bisher von Korb und auf der anderen Seite Ostrolek brillant zugestellt. Da kommen sowohl Okcipka als auch auf der anderen Seite Lauten nicht durch. Jetzt mal Sabitzer, von dem haben wir auch noch wenig gesehen. Ball in den 16er, Burgstaller mal an der Außenlinie, aber die Flanke ist zu schwach und Schauner ist da. Das ist zu einfach, das ist auch zu ungefährlich, von Embolo bisher auch noch überhaupt nichts zu sehen. Vielleicht hat Burgstaller versucht, ihn mit der Flanke zu erreichen, aber der stand da überhaupt nicht, wo der Flankenball des Österreichers hinkam. Und dementsprechend 96 bisher ohne wirkliche Probleme und ohne Wackler in der Defensive. Jetzt mal der Ballverlust wieder an der Außenbahn von Okcipka erobert und Sabitzer mit der Gelegenheit, das Spiel schnell zu machen. Embolo jetzt auf der rechten Außenbahn, ist mal Platz für Lauten. Embolo verschleppt das Tempo allerdings. Spielt den Klasseball auf Sabitzer, Sabitzer im 16er, erste Chance, Anton ist da und Anton ist nochmal da. Was für eine Rettungsaktion vom jungen 96er in dieser Situation. Das war quasi der sichere Ausgleich. Czauner wäre vielleicht da gewesen, aber Anton springt dazwischen, grätscht den Ball weg und ist auch beim zweiten Schussversuch von Sabitzer da. Da war mal die erste Situation der Schalker, da sind sie mal schnell nach vorne gekommen, da haben sie die Lücke gefunden. Aber sie nutzen die Chance nicht und das könnte natürlich teuer werden, weil wie viele Chancen werden sie noch bekommen? Schwegler zieht das Foul im Mittelfeld und es gibt den Freistoß für Hannover. Jetzt Wechsel bei Schalke. Goretzka, von dem haben wir nicht viel gesehen, geht raus und Nabil Bentaleb kommt rein. Der Stratege im Mittelfeld, quasi positionsgetreuer Wechsel. Weder der eine noch der andere könnte als offensiv stärker eingeordnet werden. Aber es gibt sowieso erstmal den Freistoß für Hannover 96. Das ist eine relativ große Distanz. Da stehen zwei, da stehen zum einen Ani Mukta und auch Ivar Fossum. Das Ganze sieht nach einer direkten Variante aus, allerdings abgelegt und Schwegler versucht, wieder abgeblockt und das gibt den nächsten Eckball. Ja, das war nicht gut gemacht, aber vielleicht das Beste, was man rausholen konnte aus dieser Freischusssituation. Bentaleb blockt den Schuss vom Schweizer, der wohl daneben gegangen wäre.
So muss Fährmann nicht eingreifen, aber so gibt es den Eckball. Und natürlich hat Schwegler Zeit. Der kann da rausgehen, ganz in Ruhe. Der muss nicht wirklich stressen, die Führung im Rücken. 96 muss nicht kommen. Schalke ist eher darauf bedacht, natürlich hier in den Situationen jetzt schneller nach vorne zu kommen. Wieder Jonatas, LSB, Bu und Sané im 16er. Jonatas, der ist bisher der gefährlichste in der Offensive. Bei den 96ern hat er das Tor gemacht. Per Elfmeter zwar, aber nichtsdestotrotz gute Partie bisher vom Brasilianer. Wieder ganz schlechtes Kopfballduell im Mittelfeld von den Schalkern. Jonatas, Jonatas! 2-0 Hannover! Schalke fällt auseinander und Jonatas macht sein zweites Tor. Das geht viel zu einfach und jetzt geht er in die Schalker Kurve, um zu jubeln. Das ist nicht schön, das macht man nicht. Aber das kann man auch verstehen, denn bisher ist 96 hier die deutlich bessere Mannschaft. Und das hört man auch jetzt hier im Stadion. Jetzt die Schalker ruhig, die haben wie immer gut Stimmung gemacht. Aber hier dieser Ball ist entscheidend, gespielt von Kevin Schwegler. Naldo sieht nicht gut aus und Jonatas hat das bisschen Platz. Und mit dem Außenriss vorbei an Ralf Fährmann, der da nichts machen kann, flach in die lange Ecke. Und Hannover führt mit 2-0. Jetzt direkte Reaktion, wir sehen schon die Santo kommt für Embolo, von dem wir nichts gesehen haben. In der Offensive vielleicht der Argentinier nochmal mit frischem Schwung, aber bisher sieht das nicht gut aus bei S04 und bisher sieht das umso besser aus für Hannover 96. Sie sind heimstark gewesen in der vergangenen Saison. Das hat sie gerettet, gerade in der Hinrunde, als sie auch gegen Schalke gewannen, damals mit 1-0 durch das Tor von Jonatas. Allerdings, natürlich muss man dazu sagen, dass Schalke auch in der letzten Saison unter Domenico Tedesco gewachsen ist, deutlich stärker geworden ist, deutlich mehr Comeback-Qualitäten entwickelt hat, international spielt, als Zweiter aus der vergangenen Saison rausgegangen ist, dementsprechend alle Karten in der Hand hat, aber momentan sieht es nicht gut aus für S04 hier in Hannover. Und normalerweise lässt sich 96 sowas nicht nehmen. Jonatas auf Schwegler, der wird da abgeblockt und Schalke kann nochmal klären. Allerdings schwach jetzt in der Situation, Loden im Kopfball, Jonatas gewinnt das allerdings direkt zu Bentaleb. Vielleicht nochmal die Gelegenheit nach vorne zu kommen für Schalke, aber 96 steht natürlich jetzt defensiv auch solide. Da ist kein wirklicher Druck, da ist kein wirklicher Stress, den die Schalker ihn machen. Und den muss 96 auch nicht erzeugen, weil sie führen 2-0 komfortabel bisher. Abgesehen von dieser einen Gelegenheit von Sabitzer, wo Anton klasse dazwischen geht und den Ausgleichstreffer verhindert. Jetzt gibt es mal einen Freistoß im Mittelfeld. Mukta da mit dem Foul gegen Bentaleb. Und der letzte Wechsel auf Seiten von Schalke. Baba kommt für Okcipka. Das ist ein zu defensiver Wechsel. Wenn sich Tedesco da mal nicht vertut, natürlich hat Baba Offensivqualitäten, aber das ist nichtsdestotrotz positionsgetreu. Und das ist kein weiterer Stürmer oder irgendwas beim Stand von 0-2. Naldo versucht es indirekt, das kennen wir gar nicht von ihm. Normalerweise, wenn der da steht, dann knallt er das Ding auch raus, kriegt er nochmal die Gelegenheit. An der Außenkante des 16ers versucht die Flanke reinzubringen, wird abgeblockt und 96 mit der Konterchance. Jetzt in Überzahl. Bebu, Jonatas steht im Abseits, den kann er nicht anspielen. Aber auf der rechten Seite, Korb, der steht frei. Er hat das Duell gegen Baba gerade eingewechselt. Jetzt Bebu. Bebu hat Platz. Bebu spielt ihn raus. Wieder zu Julian Korb. Korb frei vor Fährmann. Korb 3-0. Entscheidung in Hannover. Julian Korb macht alles klar. Was ist mit Schalkes Defensive los? Das geht zu einfach. Das ist klasse gemacht von Bebu. Da holt sich seinen zweiten Assist, hat den Elfmeter rausgeholt. Und jetzt kann er Jonatas nicht anspielen, aber macht das geschickt, verzögert, tunnelt Baba. Und Fährmann ist wieder chancenlos gegen Korb, der sein erstes Saisontor macht. Ganz, ganz schwach von Schalke. Auflösungserscheinungen bei diesem Freischuss. Der Ballverlust von Naldo ist tödlich in der gegnerischen Offensive, weil 96 eben weiß, wie sie schnell umschalten müssen. Und das zahlt sich hier aus für die Roten in dieser Situation. Auf keinen Fall darf man jetzt hier Schalke abschreiben. Natürlich, vielleicht können die nochmal zurückkommen. Da ist die Chance für die Santo, aber grundsätzlich sieht das nicht gut aus, was Schalke hier anzubieten hat. 96 jetzt mit dem ersten Wechsel, Torschütze von gerade, Julian Korb geht runter, Marvin Bakkerlord kommt rein, Bundesliga-Debüt in die Saison für den Sechser, nicht nur mit der Rückennummer, sondern auch positionsmäßig ist das ja seine Geschichte. LS rausgespielt, Bakkerlord hat sich jetzt auf der rechten Seite eingeordnet. Bebu, zurück auf Bakkerlord mit der Hacke. Das ist zu einfach. Naldo geht hinter Bakkerlord her, aber kommt nicht hinterher. Bakkerlord mit der Flanke abgewehrt, aber da steht Bebu im 16er. Bebu! Klasse Situation von Ilas Bebu. Schöner Seitfallzieherversuch. Geht leider übers Tor, Sicht vom Turbulesen. Aber trotzdem eine gute Aktion. Und 96 nutzt das Wechselkontingent jetzt nochmal. Martin Harnik kommt rein. Der hat in der vergangenen Woche den wichtigen, wichtigen Führungstreffer erzielt. Für Hannover 96 gegen Mainz hat ja nicht gereicht zum Sieg, aber nichtsdestotrotz der Österreicher damit einer klasse Leistung als Joker. Vielleicht jetzt nochmal für die letzten Minuten. Kam natürlich in die Zentrale eingewechselt, steht ein bisschen defensiver, wird jetzt nicht mehr viel nach vorne unbedingt machen. Aber vielleicht geht ja noch was. Ostscholek, klasse Ball raus.
da von Bebu wieder. Der macht eine super Partie, der Togolese. Zurück auf Martin Hanek. Jonathan steht im Zentrum frei, Ball kommt nicht an und Meier geht nochmal nach vorne. 4 Minuten Nachspielzeit, Schalke jetzt offensiv. Stambouli mit nach vorne gerückt. Guter Ball rüber auf Matija Nastasic. Der legt zurück auf Di Santo. 1:3. Schalke kommt nochmal. Wohl zu spät, aber das war gut gespielt. 96 zu offen in der Defensive. Klasse Ball auf die andere Seite. Nastasic macht das klug. Chauner ein bisschen orientierungslos. LS kommt zu spät und Anton kann auch nicht mehr retten. Ja, ja. Warum nicht früher, Schalke? Di Santo, der Eingewechselte, mit mehr Effekt als Embolo in der kompletten Partie, aber natürlich zu spät. Wir sind bereits tief in der Nachspielzeit und 96 kommt nochmal. Wieder bei Bakalotz, wieder bei die rechte Seite. Nochmal die Flanke abgefälscht. Jonathas gegen Fährmann. Da kommt er natürlich nicht ran. Fährmann darf die Arme benutzen, Jonathas nicht. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Jawohl, so ist es. Abpfiff in Hannover. 96 holt sich die ersten 3 Punkte. Überraschend gegen den Favoriten aus Gelsenkirchen. Und das über 90 Minuten verdient. Klasse Leistung der 96er. Und ganz, ganz schwacher Auftritt, gerade defensiv, vom Team von Domenico Tedesco. Fährmann war noch der Beste. Da muss was passieren bei Schalke. So geht das nicht. Und 96 macht direkt auf sich aufmerksam. Ziel Europa League ist nicht entfernt. Nicht weit entfernt, wenn sie so weiterspielen. Jonathas, der Matchwinner. 96 gewinnt mit 3:1 gegen Schalke. Also wenn das so weitergeht, dann mache ich mir ja gar keine Gedanken um Abstieg. Dann muss ich mich wirklich auf Europa konzentrieren. Ganz, ganz starker Auftritt. Hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Gerade nach dem Spiel gegen Mainz. Das war defensiv viel stabiler. Aber das kommt natürlich entgegen, dass Schalke Fünferkette spielt. Weil das sah nicht sonderlich solide aus. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das Gegentor am Ende war natürlich ein bisschen unnötig. Ja, das ist klar. Das muss nicht unbedingt sein. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns da nichts vorzuwerfen haben, weil im Endeffekt ist es halt ein 3:1 und im Endeffekt ist es vor allem ein Sieg. Und der geht auf jeden Fall klar und ist wichtig für die kommenden Wochen. Ich bin jetzt gespannt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet, ja, wie ihr das seht. Denkt ihr, dass wir Chauner verkaufen sollten, beziehungsweise tauschen sollten, versuchen gegen Schwolo? Denkt ihr, dass wir irgendeine andere Position noch besser besetzen müssen? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich alles ganz gut so, wie es ist? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Grundsätzlich glaube ich, dass wir recht gut dastehen eigentlich. Aber selbstverständlich, sind eure Meinung oder ist eure Meinung wichtig? Und dementsprechend will ich da gar nicht groß mehr was dazu sagen. Ballert einfach eure Meinung in die Kommentare. Infokarte ab da oben. Und dann war es das von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.